Servus Leute, willkommen zurück zu GTA San Andreas. Und im letzten Part haben wir von Sweet eine Anweisung bekommen, dass wir uns im Ammunition ein paar Waffen besorgen sollen. Und das machen wir jetzt mal. Hier war ich ja noch nicht drin, hier konnte man noch nicht rein. Okay, die Mission fängt schon an. Ich denke, ich muss direkt auch. Das ist der Glen Park Boilers Gebiet, okay. Ich muss dann direkt bestimmt weitermachen, nachdem ich mir Waffen gekauft habe. Okay, jetzt kommt die Mission, indem man die Gebiete einnehmen kann. Jetzt muss ich die ein paar Boilers erledigen. Okay, ich brauche eigentlich keine Waffen, also ich habe schon, denke ich, genug. Aber ich hol mir mal welche. Was haben wir denn da? Boah, das ist aber auch sehr teuer, unglaublich. Von denen haben die nichts Stärkeres, AK-47 oder so. Mikro-SB. Tech-9, was ist das hier? Ach ja, das ist die. Ja, die sind billig. Aber ich habe ja eine bessere. Ich bräuchte vielleicht eine Schrotflinte. Schrotflinte, die habe ich im Moment, aber nur einen Schuss. $600. Abgesägte Schrotflinte, die ist natürlich stärker. Ja, holen wir uns mal ein paar von denen hier. 11, also 13 Schuss, holen wir noch eine. Okay, ich denke, das reicht. Ich habe jetzt schon mehr. Schutzweste habe ich. Pistolen, wie viel kosten die? Okay, hier kann man auch mit Schaltern verkaufen. $200, ich habe aber genug. Okay, das war's dann. Dann gehe ich jetzt zum Borders-Gebiet. So viele werden da noch nicht sein, aber mal gucken. Nachdem ich die Mission, denke ich, geschafft habe, wird dann auf der Karte wird das Gebiet angezeigt, welches ich habe, also mit grün. Borders-Gebiet halt lila und so weiter. Und dann muss ich halt die restlichen Gebiete. Genau, hier steht es nochmal. Oh. Okay, machen wir das einfach mal. Wo sind denn hier welche? Kommt zu Papi. Jetzt muss ich die nur noch finden. Ach, da hinten. Ja, direkt. Ich überfahre die einfach mal. Vier Stück. Geh weg von mir. Hä? Was sind denn da noch welche? Ich gehe mal direkt zu dem Punkt, wo es angezeigt wird. Nein. Ich schieße jetzt einfach mal alle ab. Okay, jetzt habe ich einen Bandenkrieg provoziert. Geh mir vom Leib. Und jetzt muss ich noch ein paar erledigen. Wo sind denn hier welche? Oh, 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 das sind aber viele. Ja, nur mit Baseballschläger. Okay, erste Welle, es gibt mehrere Wellen, bestimmt drei oder so. Die war ja noch leicht, jetzt kommen sie bestimmt mit stärkeren Waffen. Na, wo seid ihr denn? Da kommen welche, okay. Oh. Er hebt die Hände hoch. Wir sind hier im Krieg, Alter. Oh, da ist sogar ein Herz. Okay, das war die zweite, die war ja auch leicht.
Oh, paar Waffen einsammeln, sehr schön. Da liegt da auch eine Schutzweste, cool. Und da gibt es noch mehr zu holen. Und ich habe welche gehört. Wo seid ihr? Da hinten. Okay, jetzt. Nein, nicht nachladen. Oh, das war ja leicht. Okay. Und eine Schutzweste einsammeln. Und jetzt sind auf einmal Gangmitglieder von mir hier. Okay, die Cove Street Families kontrollieren jetzt dieses Gebiet. Auf dem Radar ist es grün markiert. Ja, wie ich eben gesagt habe. Ja, das wissen wir auch langsam jetzt. Wie sie reden, machen alles gleich. Ja, das ist immer störend, das immer das zu verteidigen. Ja, das ist alles klar. Komm, ich will weiterspielen hier. Okay, wir bekommen auch Geld bei unserem Haus in der Grove Street. Kann man gut gebrauchen. Tenpenny, set me up! Hä? Okay. Yes, what you gonna do now? Boah. Wie schwer. Okay. Ich gespeichern und es geht. Geht's weiter? Nein, ich denke, das war's dann für den Part. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und weiter geht's mit San Andreas und im letzten Part habe ich ja ein Ganggebiet erobert. Und ich werde jetzt keine weiteren erobern, das werde ich wahrscheinlich alles offscreen machen. Ist ja immer das Gleiche. Wenn vielleicht mal während ich gerade zum Weg zur Mission bin und gerade am Aufnehmen bin und es wäre gerade ein Ganggebiet von mir angegriffen, dann werde ich das vielleicht zeigen, aber jetzt geht's weiter mit der nahen Mission. Nochmal bei Tenpenny. Officer Tenpenny, sorry. Arschloch. Carl! Dang! Where are you off to? Shit! Where are you running off to, Carl? I thought we were friends. Yeah, whatever. As an officer in charge of putting an end to gang violence, I find myself in a difficult moral position, Carl. Yeah, right. Carl, I'm hurt. I truly am. And just as I was about to help those poor Grove Street boys. Oh, yeah? How? I like the status quo, Carl. I like having all you bastards doing my job for me, blowing each other's guts all over the side. Dumb bastards. Now, if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another, that truly troubles me, Carl. So what you saying, man? I'm saying the ballers have brains, Carl. They watch the news. I'm saying they're making friends, cutting deals, and tooling up for more than half-assed drive-bys. Lots of cheap guns coming into America since the fall of the wall, Carl. Man, cut that bullshit, Tenpenny. Just say what you mean, man. Go check out a busy freight warehouse down the Docklands and you'll see what I mean, Carl. Yeah, okay. Y'all take care now. For sure. Mach dich auf zu den Docks, wo die Boilers einen Deal mit den Russen durchziehen. Okay. Dann machen wir das mal. Boah, das ist aber ein weiter Weg bis dahin. Naja, egal. Und wir fahren direkt in ein Gebiet der Ballers. Aber während der Mission werden die Gebiete, glaube ich, nicht angegriffen. Oh, ich schneide das raus, also bis gleich. Und da bin ich endlich wieder. Ja, warum endlich, fragt ihr euch? Für euch war es doch nur kurz, aber für mich nicht. Denn ich habe die Mission eben schon gemacht. Und zwar zweimal, weil ich einmal wieder gefailt habe. Nur leider hat Fraps das Spiel nicht aufgenommen. Das heißt, ich musste das jetzt nochmal machen. Und ich musste zwei Missionen, die davor waren, nochmal machen. Eben die mit dem Ganggebiet und die aus dem vorletzten Video oder. Here we go.
drei Videos her, ich weiß nicht mehr, die mit der Feuerwehr, nicht Feuerwehr, wo ich aus dem brennenden Haus raus musste, muss ich nochmal machen. Zum Glück mache ich mir, kopiere ich mir immer, oder fast immer, diesmal nicht, den, meinen Speicherordner, also Save-Datei raus, falls sowas passiert. Letztens habe ich nicht gemacht, deshalb musste ich die Mission nochmal machen, aus dem Haus raus, hier die Mission, ich weiß nicht, wie die heißt. Und jetzt kommt nochmal die Mission. Ich hoffe, er nimmt jetzt auf. Wenn nicht, habe ich keinen Bock mehr. Also gehen wir mal rein. Also ich kenne die Mission jetzt im Moment. Also ist nicht so spannend für mich. Naja. Egal. Einmal bin ich gestorben, weil ich mich wieder dumm angestellt habe. Jetzt mache ich nochmal die Scheiße hier. Mann. Unglaublich. Ja. Ich muss ins das Lagerhaus rein. Wie spannend, hu, ich weiß nicht, was mich da erwartet. Unglaublich. Ich weiß nicht, ob es an mir gelegen hat, warum das Spiel nicht aufgenommen hat. Ich weiß es nicht. Machen wir es nochmal. Dann seht ihr nicht, wenigstens nicht, wie ich einmal gefailt habe. Ich bin hier gefailt. Ich habe gegen einen... ein Fass geschossen und bin mit explodiert. So, jetzt ist es raus. Geh weg! Geh weg! So. Oh, wie überraschend, da stehen welche. Hätte ich jetzt gar nicht damit gerechnet. Hm. Komm, 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 komm. Ich laufe da einfach jetzt durch. Ist ja nicht mehr spannend. Brauche ich nicht. Ich brauche nur Munition und... nein. Munition und Geld. Aber so viel Geld liegt da eh nie rum. Aber Munition ist immer gut. Komm. Ja, spring runter. Cool. Noch zwei. Oh, Munition, Munition. Ja, ja, ich brauch's mehr als du. Das stimmt. Oh. So, da hinten ist noch ein AK-47. Die holen wir uns mit. Können wir gleich gebrauchen. So, schalt den russischen Waffenhändler im Büro aus. Die haut jetzt ab. Und wieder ein paar Gegner. Oh, nachladen. Unser Freund haut ab. Unser Freund haut ab, komm. Da hinten läuft er. Ja, ich denke, dass... oh. Ich denke, das muss so sein, also man konnte ihn nicht. Oh! Oh, das hat mich jetzt überrascht. Cool. Ich hoffe, diesmal hat Fraps das aufgenommen, ey. Das da war Skill. Weil letztens, in der, wo ich die Mission gemacht habe, ist er hier runtergefahren und ich musste den mit dem Motorrad verfolgen. Dann ging das ein kleines Stück, aber hab ihn auch schnell gehabt. Okay, zum Glück ging es doch schnell. Und das war's dann wieder für die Mission. Ich verabschiede mich das zweite Mal von der Mission. Naja, egal. So. Also, macht's gut, Leute. Ciao, ciao.